play there, actually, to a ridiculous back. Yeah, that's a great comeback for Gilliflee. Oh, no. Gilliflee, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Jox und ich chill hier bei mir am Balkon. Gleich könnt ihr mich sehen. Hier bin ich, grüßt euch. Und zwar, ich habe heute für euch einen Vlog vorbereitet. Wer meinen letzten Vlog bereits geguckt hat, der weiß, um was es geht. Ich habe ja gesagt, behaltet die Killerfish Homepage und unsere Social Medias im Auge. Und für die Leute, die es nicht wissen, wir haben ein neues Roster, wir haben ein neues Lineup für Killerfish Call of Duty, für die restliche Ghost Season und zugleich auch für die Advanced Warfare Season. Und das möchte ich euch heute ganz kurz vorstellen. Im neuen Lineup sind Quickie, sind Granulit, sind Kiwi und sind Rocks. Für mich persönlich mein Traumteam, mein Wunschteam. Gefällt mir sehr, sehr gut. Arbeitet auch sehr, sehr gut zusammen. Alle verfolgen die gleichen Ziele. Alle legen gleich viel Wert drauf, gleich viel Zeit zu investieren. Alle sind relativ auf dem gleichen Skill-Level. Alle sind motiviert. Arbeitet auch als Team sehr, sehr gut zusammen, wie gesagt. Und ich denke, es ist echt die beste Option, dieses Team für Deutschland ins Rennen zu schicken. Für euch auch. Das Team gab es ja bereits auch schon, die Leute, die uns schon länger verfolgen. Das Team war ja auf den Black Ops 2 Weltmeisterschaften, war das genau in Los Angeles damals. Dann sind die ganz knapp 9. geworden und haben da auch gegen zwei starke, ich bin noch ein bisschen krank, Entschuldigung, haben da auch gegen zwei starke amerikanische Teams gewonnen, mussten sich leider aber in der Group Stage ganz knapp gegen Envy mit 2:1 war das damals, sehr, sehr knappes Spiel. SND, glaube ich, war sogar 6-4 oder 6-5 zum Schluss dann geschlagen geben. Und ja, warum ist Quickie wieder am Start? Quickie hat ja eigentlich bekannt gegeben, er spielt erst zu Advanced Warfare wieder. Er hat jetzt aber nach der FCO One 3-monatige Pause und hat sich dafür entschieden, dass er jetzt genug Motivation und Kraft getankt hat, nochmal in der alten Season richtig zu grinden und auch im neuen Call of Duty richtig zu grinden. Und daher denke ich, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, vor allem, weil wir dann wirklich ins neue COD mit Teamplay reingehen können. Wir sind eingespielt, wir gehen als Full-Team in die neue Season rein. Einen besseren Start kann man gar nicht haben für ein neues Call of Duty, meiner Meinung nach. Und ansonsten, was halt auch der Vorteil für euch ist, wir bringen jetzt natürlich wieder regelmäßig Content, wir scrimmen jetzt wieder regelmäßig, wir spielen wieder regelmäßig Turniere mit. Wir haben auch am Wochenende den 4 vs 4 Definity Cup mitgespielt, wo wir knapp vom Halbfinale aber leider ausgeschieden sind. Haben da aber auch gute Gameplays erspielt, haben sehr gut als Team bereits zusammengespielt für so kurze Zeit. Wir haben auch gegen das starke spanische Team Pain Gaming gewonnen, da wird auch am Dienstag das erste Listen wiederkommen. Da werdet ihr das neue Team dann das erste Mal in Action sehen. Und ansonsten lasst euch überraschen, es wird einiges wieder auf euch zukommen, freut euch darauf. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Like freuen, Daumen nach oben, bewerten nicht vergessen bitte. Lasst auch einen Kommentar, was ihr über die neue Lineup denkt, ob ihr denkt, ist die gut, ist die nicht gut. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten bis dann, ciao, servus, euer Jox.